Problem. Ein Raunen ging durchs Publikum. Sandra Auffahrt in Führung. Tabellendritter, Mainz ist Sechster. Wie gesagt, jetzt erstmal Bundesliga-Pause. Die EM-Qualifikation steht an für Deutschland mit einer Partie, die wie immer emotionsgeladen sein dürfte. Österreich ist der Gegner in Gelsenkirchen. Das Hinspiel hatte Deutschland Anfang Juni in Wien 2:1 gewonnen. Mario Gomez traf dabei zweimal und wird fehlen am Freitag wegen Adduktorenbeschwerden. Gestern hatte er ja noch alle drei Tore beim Bayern-Sieg geschossen und dann auch noch einmal an der Torwand hier im Sportstudio getroffen. Kurz der Blick auf die Quali-Gruppe. Deutschland braucht noch zwei Punkte, kann sich also am Freitag vorzeitig qualifizieren. Für Österreich wird es ganz schwierig. 4 Punkte Abstand hinter Belgien. Der zweite Platz berechtigt ja noch zu den Playoffs. Und Österreich ist jetzt praktisch zum Siegen verdammt. Nur wie? 6 der letzten 7 Spiele hat die Nationalmannschaft seit Oktober verloren. Das zerrt an den Nerven, auch bei Trainer Dietmar Constantini, wie Martin Schneider beobachten konnte. Über den österreichischen Teamchef heißt es, man wisse bei Didi Constantini nie genau, wo der Ernst aufhört und der Schmäh beginnt. Kostprobe gefällig? Ein Journalist hatte es am Dienstag bei der Kaderbekanntgabe gewagt, das Abwehrverhalten der österreichischen Nationalmannschaft zu kritisieren. Es ist eine ganz schlaue da hinten. Ja, das ist eine ganz neue Erkenntnis. Ist, glaube ich, gescheitert, wenn sie einmal mit den Spielern reden, ob wir uns nicht austauschen, dass jeder sich wohlfühlt in der Position und mit der Taktik, dass 3 da stehen oder 4 und dass 2 im Ball jagen und dass einer abdeckt wird. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Ist ja perfekt. Wir werden schauen, dass wir es da hinkriegen. Und damit basta. Danke. Okay. Haben wir noch Fragen? Nach 13 Minuten beendet Didi Constantini die Pressekonferenz. Ende mit den nervigen Fragen und den ewigen Rechtfertigungen. Herr Teamchef. Es sind einige Pressekonferenzen so vonstatten gegangen wie die jetzige. Nur wenn der dann als Trainer einen erklären will, dass du die Abwehr einstellen musst bei den Standardsituationen und der Meinung ist, dass es nicht sowieso klar ist, dass wir das machen, dann wäre ich halt ein bisschen grantiger und es hat eigentlich dann keine Fragen mehr gegeben. Und dann bin ich halt gegangen. Es herrscht Endzeitstimmung um den Happel-Schützling, der nach 2,5 Jahren als Teamchef wohl bald in seine geliebten Tiroler Berge zurückkehren wird. Naja, er ist gestartet mit einem Schmäh und er ist bekannt auch als jemand, der sehr fröhlich und locker ist. Und im Zuge seiner Teamchef-Karriere ist durch die zunehmende Kritik auch ist er etwas dünnhäutig geworden. Er ist sehr stur. Natürlich ahnt er auch, dass es bald vorbei ist. Also ich schließe eine Verlängerung aus des Vertrags. Das Bizarrste an der Pressekonferenz folgte aber erst nach Constantinis Abgang. Seine Co-Trainer Manfred Schack und Franz Wohlfahrt machten sich über den Fragesteller lustig. Ist er mit dem Hut betrunken? Dieser Trottel. So die sinnfreie Kommunikation der beiden naiven Wortakrobaten. 3 Tage später folgte eine schriftliche Entschuldigung des früheren VfB-Torwarts Wohlfahrt und des anderen Co-Trainers an den Journalisten mit dem Kapperl. Soweit so amüsant. All dies sind Folgen von Enttäuschungen durch die rot-weiß-rote Kicker-Elite. Wieder einmal hatte die Qualifikation zu einem großen Turnier hoffnungsvoll, ja fast schon ekstatisch, begonnen. Baumgartlinger, auch der kämpft. Martin Hanik, und da ist der Ball drin. Gibt's das? 4:4. Nach fast optimalem Start kam der übliche Einbruch. Bogenlampenflanke mitten hinein ins Herz der Österreicher. Die humorlose 1:2-Niederlage im Juni gegen das Gomez-Deutschland war die 3. nacheinander. Trotz guten Spiels fehlen Ergebnisse und so steckt der Aufbruch in Stagnation. Ende Juli geschieht dann noch das Unvermeidbare. Österreich wird auch in der Qualifikation zur WM 2014 in die deutsche Gruppe gelost, zum hassgeliebten Nachbarn. Es sieht aus wie in der Alpenrepublik, es ist aber die schwäbische Provinz, Notzingen im Landkreis Esslingen. Hier lebt Buffy Ettmeier, seines Zeichens der 4. Österreicher in der deutschen Bundesliga. Linksfuß mit einem Schuss wie ein Strich. In den 70ern beim VfB und dem HSV ein absolutes Original immer noch. Wir werden ja immer so ein bisschen belächelt. Wobei ich immer sage, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ihr habt mittlerweile über Deutschland 80 Millionen Einwohner. Wir haben 7 Millionen, das ist ein Parkplatz für Deutschland, so etwa.
Und trotzdem kommen jetzt so immer mehr Jugendliche aus Österreich her. Mich freut es, weil jetzt kann ich ein bisschen lachen. Das schau her, sage ich, ich habe dir einen aus Österreich geholt. Warum? Kann der Skifahren oder Eislaufen oder was kann der? Sie können einiges, die 14 Ösis in der ersten Liga. Von A wie Alaba bis W wie Walch. Noch nie waren es so viele und so gute, wie zum Beispiel auch Martin Harnik. Harnik ist beim VfB Stuttgart quasi die Spitze eines Austria-Trends. Raphael Holzhauser, Kevin Stöger, Alexander Aschauer, allesamt junge österreichische Fußballer, die beim VfB in der zweiten Mannschaft und somit in der dritten Liga spielen. Bruno Labbadia holt die 18-Jährigen häufig ins Training der Profis. Sie kommen gut ausgebildet nach Deutschland, weil in der viel kleineren Alpenbundesliga auch schon länger nachhaltig gearbeitet wird. Was dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist halt einfach so die Mentalität, um sich dann auch in den Top-Ligen später durchzusetzen. Und ich denke, dass beide Seiten, also wir in Deutschland, aber auch die Österreicher von unserer Entwicklung dann auch profitieren können. Eine unösterreichische Entwicklung hat Martin Harnik hinter sich. Als Sohn einer Hamburgerin und eines Grazers, der nur in Deutschland gelebt hat, ist er der Piefke unter den österreichischen Nationalspielern. Und genau deswegen überprüfen wir seine Kenntnisse der nationalen Fußballfachsprache. Wuchtel. Ja, Wuchtel sagt man im Fußball zum Ball. Driblanski. Driblanski habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber ich denke mal, wahrscheinlich ein guter Techniker, also einer, der gut dribbelt. Eiergoli? Ja, das ist dann einer, der halt nicht so gut im Tor steht und eher schlechte Leistung zeigt. Gurkol? Gurkol ist halt ein Beinschuss. Meine Güte, ist ja Wahnsinn. Primgeiger. Primgeiger? Oh, da muss ich passen. Führungsspieler. Ein Führungsspieler, ja. Okay. Als solcher Primgeiger versteht sich auch der Bremer Marko Arnautovic. Eskapaden und Extrovertiertheiten machen ihn zu einer Problemfigur. Aber Konstantini hat Arnautovic heute nachnominiert. Ich habe auch mit dem Schaf damals gesprochen. Der hat mir das auch bestätigt, dass er sich jetzt einmal zurückgenommen hat. Und das ist eigentlich auch die Art und Weise, was du bei einem Mannschaftssport brauchst, dass du dich selber zurücknimmst und dann das Beste, was du hast, einbringst ins Kollektiv. Und wenn ihm das gelingt, ist er ein Spieler, der jeder Mannschaft wehtun kann. Ein paar Unannehmlichkeiten musste auch Franco Foda aushalten. Der deutsche Trainer von Sturm Graz hatte im Mai fast sensationell den Meistertitel mit den Steirern geholt. Er ist jung, ambitioniert und hartnäckiger Gerüchte nach ein möglicher Nachfolger von Konstantini. Viel mehr als Christoph Daum zum Beispiel. Generell finde ich einfach, sollte man die Konstantini in Ruhe arbeiten lassen. Man sieht, er hat viele Spieler, junge Spieler in die Nationalmannschaft integriert. Sie brauchen eine gewisse Zeit und alles Weitere kann ich nicht beurteilen. Es muss letztlich ein Typ sein wie der Didi Konstantini, nur die Ergebnisse brauchen wir. Und daher ist der Didi Konstantini okay, wenn die Ergebnisse auch passen. So wie in grauer Vorzeit des deutsch-österreichischen Fußballs. Cordoba 78, immer noch präsent, immer noch Kult und doch irgendwie auch ewig gestrig. Didi Konstantini bräuchte eine neue Sensation, das Wunder auf Schalke. Aber Wunder gibt es noch seltener als abgebrochene Pressekonferenzen. Also dann Deutschland gegen Österreich in Gelsenkirchen kommenden Freitag hier im ZDF von 20.15 Uhr an. Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga von heute habe ich für Sie. Eintracht Frankfurt kam gegen Paderborn über